Hallo und willkommen. Heute erzähle ich euch von einem Film, in dem sich ein junger Student in die Mutter seiner besten Freundin verliebt und alles für sie tut. Der Film beginnt mit Claire Peterson, einer Lehrerin, die mit ihrem Mann Schluss macht, nachdem er sie mit seiner Sekretärin betrogen hat. Ihre Kollegen und ihr bester Freund Vicky ermutigt sie zur Scheidung, aber Claire sagt, dass sie noch nicht so weit ist. Am Abend essen Claire und ihr Mann Garrett zum Geburtstag ihres Sohnes Kevin zusammen zu Abend. Garrett lädt alle zu einer dreitägigen Wanderung ein, die nach seiner Rückkehr von einer Geschäftsreise nach San Francisco stattfinden wird. Als Claire dies hört, nimmt sie an, dass er trotz ihrer Enttäuschung bei seiner Sekretärin sein wird. Claire bleibt ruhig und sagt ihnen, dass sie ohne sie gehen sollen. Dann geht sie auf die Toilette und fängt an zu weinen. Am nächsten Tag bereiten sich Claire und Kevin darauf vor, zum Arzt zu gehen, aber das Garagentor bleibt unerwartet stecken, als Claire versucht, die Tür zu öffnen. Ein junger Mann namens Noah kommt ihr zu Hilfe. Er ist der Neffe eines Nachbarn, der an einen Rollstuhl gefesselt ist und Claires neuer Nachbar sein wird. Noah bietet an, die Tür zu reparieren und geht mit Kevin zum Baumarkt. Als die Jungs gehen, erzählt der alte Mann Claire, dass Noahs Eltern letztes Jahr gestorben sind und dass er sein einziger Verwandter ist. Im Laden erzählt Noah Kevin, dass er die Monroe High School besuchen wird, was Kevin überrascht, weil er dort auch studiert und seine Mutter dort als Lehrerin arbeitet. Als er sich darauf vorbereitet, zur Kasse zu gehen, um für ihre Einkäufe zu bezahlen, gerät Kevin bei dem Anblick einer bestimmten Ellie in Panik, die als Kassiererin arbeitet. Noah drängt ihn, mit ihr zu sprechen, aber er hat Angst, weil er unsicher ist. Nachdem er Mut gesammelt hat, schafft es Kevin, einen Dialog mit Ellie zu beginnen, aber er wird von einem jungen Mann namens Jason und seinen Freunden unterbrochen. Sie machen sich über Kevin lustig, der sich gedemütigt fühlt und bittet Noah, so schnell wie möglich zu gehen. Noah repariert das Garagentor und spricht kurz mit Kevins Mutter über den Vorfall im Laden. Am nächsten Tag beobachtet Claire Noah, während er und Kevin das Auto reparieren. Danach essen Claire, Kevin, Noah und Vicky zusammen und Claire sagt Noah, dass er jeden Abend zum Abendessen kommen kann, da sein Onkel im Krankenhaus ist. Die Jungs folgen dann Claire und Vicky in die Küche, wo Noah seine Liebe zur Literatur ausdrückt und allen erzählt, wie sehr er das Buch liebt, die Claire in der Schule unterrichtet. Später Claire beobachtet Noah nackt durch ihr Fenster. Claire geht auf ein Doppeldate mit Vicky, ihrem Freund Ethan und ihrem Freund Cooper, der ein wenig arrogant ist. Nach einer Weile kommt sie nach Hause und beschließt, einige Zeit zu Hause zu verbringen, aber das Telefon klingelt. Noah bittet Claire, ihm beim Kochen zu helfen und lädt sie zu sich nach Hause ein. Während des Abendessens spricht Claire über ihr albtraumhaftes Date. Dann beginnt Noah ohne Scheu mit ihr zu flirten. Trotz ihres Zögerns, Claire lässt sich von Noah verführen. Sie küssen sich und verbringen eine leidenschaftliche Nacht zusammen. Am Morgen sagt Claire, dass es ihr leid tut, was in dieser Nacht passiert ist und dass es ein Fehler war. Wütend schlägt Noah gegen die Wand. Als Kevin und Garrett vom Angeln zurückkehren. Kevin spricht begeistert von seinem Abenteuer. Plötzlich kommt Noah zu ihnen und Claire beginnt in Panik zu geraten. Das neue Schuljahr beginnt mit Noahs Aufnahme in Claires Klasse. Es stellt sich heraus, dass jemand Claires Computer gehackt und eine E-Mail an den Schuldirektor geschickt hat, um ihn zu bitten, Noah in Claires Klasse zu übertragen. Noah und Kevin nehmen eine Waffe und gehen Kürbisse im Wald schießen. Dort manipuliert Noah Kevin, indem er ihm Hass für seinen Vater einflößt. Beim Abendessen streitet sich Kevin mit seinem Vater und geht in sein Zimmer. Später, während Noah und Kevin zusammen boxen, Kevin hat einen Herzinfarkt und Noah rettet sein Leben, indem er ihm Adrenalin injiziert. Noah gibt Claire Blumen mit einer Karte und bittet um eine zweite Chance. Aber Claire denkt, dass es Garrett war, der die Blumen gab und ihn rief, um ihm zu danken. Aber der Mann sagt ihr, dass er es nicht ist. Claire geht zu Noah und macht ihm klar, dass ihr Abend ein Fehler war. Kevin kommt in den Laden, in dem Ellie arbeitet und schlägt vor, dass sie ins Kino gehen. Sie weigert sich, lädt ihn aber ein, gemeinsam zum Herbstball zu gehen. Außerdem besucht Noah Claires Date mit Garrett und seine Besessenheit von ihr nimmt zu. Am nächsten Tag schreit Noah Claire an, beschuldigt sie mit seinen Gefühlen zu spielen und sich über ihn lustig zu machen. Kevin bemerkt dies und fragt, was los ist.
Claire sagt ihrem Sohn, er solle nicht in die Nähe von Noah gehen, weil es ihn sehr betrifft. Kevin wird wütend, steigt in Noahs Auto und geht mit ihm zur Schule. In der Schule macht sich Jason wieder über Kevin lustig, was Noah bemerkt und beschließt, ihn zu beschützen. Vicky, die stellvertretende Direktorin der Schule, entdeckt, dass Noah wegen schlechten Verhaltens von seiner alten Schule ausgeschlossen wurde. Außerdem beleidigt Noah Vicky, der ihn hinauswirft und schreit, er sei von der Schule verwiesen worden. Am selben Tag begleitet Claire ihren Sohn zum Schultanz. Dann informiert Ellie ihn, dass es ein Wasserleck im Herrenzimmer gibt. Claire geht, um einen Blick zu werfen, aber sie findet Schreiben an der Wand über sie. Noah versucht, Claires Aufmerksamkeit zu bekommen, aber sie stößt ihn weg und verlangt, dass er sich von ihr und Kevin fernhält. Am nächsten Tag betreibt Noah den Drucker in Claires Klassenzimmer, er druckt und verteilt die Bilder von dieser Nacht. Gleichzeitig funktionieren die Bremsen an Garretts Auto nicht, dann hatten er und Kevin einen Unfall. Noah erpresst Claire, indem er ihr erzählt, dass er ein Video von ihrer Nacht hat, das er löschen wird, wenn sie weiter mit ihm schläft. Sie weigert sich. Dann plant sie mit Vicky, Noah aus ihrem Haus zu holen. Claire bricht in ihr Haus ein und sieht hunderte von gedruckten Fotos im Keller. Sie findet seinen Laptop und löscht ihre intimen Videos. Sie bemerkt auch die Bremsen des Autos und denkt, dass Noah Garretts Auto beschädigt hat. Claire geht zu Inspektor Johnny, der ihr mitteilt, dass Noahs Vater tot ist, als sein Van mit einem LKW kollidierte. Noah ruft Kevin an und bittet ihn und seinen Vater zu Vickys Ranch zu gehen, um ihm zu helfen. Es stellt sich heraus, dass Noah Vicky entführt und gefesselt hat. Mit Hilfe eines Tonbandes, das Vickys Stimme enthält, lockt Noah Claire in sein Haus. Claire kommt an und entdeckt Vickys Körper. Erschrocken. Claire versucht zu entkommen und die Polizei zu kontaktieren, aber Noah greift ein. Er erzählt ihr, dass seine Mutter ihr Leben beendet hat, nachdem sein Vater sie betrogen hat, dann die Bremsen am Minibus seines Vaters gewechselt hat, was ihn und seine Geliebte in einen tödlichen Unfall führte. Noah bringt Claire in die Scheune in seinem Haus, wo sich Garrett und Kevin befinden, die sie entführen und drohen, ihnen zu schaden, wenn Claire nicht bei ihm bleibt. Um ihnen zu befreien, schlägt Claire Noah mit einer Brechstange, aber er kommt schnell wieder zu Bewusstsein. Er gießt Benzin um die Scheune und entzündet eine Flamme. Nach der Befreiung versucht Garrett Noah mit einem Seil zu erwürgen, wodurch er in der Brust auf ihn schießt. Claire streckt Noahs Auge mit Kevins Injektor aus. Später, während sie eine Waffe auf Kevin richtet, drückt sie einen Schalter hinter sich, wodurch der Motor auf Noah schießt und ihn beendet. Claire und Kevin helfen Garrett, aus dem brennenden Gebäude zu entkommen, und der Film endet.